So, hier bin ich wieder mit Let's Play GTA San Andreas und wir machen die nächste Mission. That's crazy, man. What are we looking at exactly? Hey, cabrón. Hey, man, you get them flicks developed? What's up, Woozy? Hey, Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woozy, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that? He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey! How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gantt Bridge. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. Alright. So, mal wieder ein Stückchen fahren und dann kann ich euch ja kurz mal jemanden vorstellen, meinen Gastkommentator für dieses Video. Ich kenne ihn schon ziemlich lange, ich würde mal sagen so um die 20 Jahre kenne ich ihn schon. Stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo Leute, ich bin's, der Homie, und heute unterstütze ich mal Just Cheap in seinem Video, seelisch und physisch vielleicht auch noch. Sehen wir schon. Und ja, ey Just Cheap, ich habe dich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Woran liegt denn das, Mann? Ja, meine Freundin hat die ganzen Spiegel in der Wohnung abgehängt, deswegen sehen wir uns jetzt so selten. Also, ich vermisse wirklich dein Gesicht, weil du siehst wirklich gut aus, muss ich sagen. Ja, danke, du auch, Just Cheap, Mann. Schön von dir zu hören. So, okay, bevor ihr jetzt denkt, oh Mann, Just Cheap, Alter, nimm die Pillen nicht mehr, rauch nicht so viel, kiff nicht so viel, trink nicht so viel, kläre ich euch kurz auf. Ich wollte damit bloß mal irgendwie was klarstellen, so, was heißt klarstellen, bloß ein kleines Statement vielleicht abgeben, weil ich guck sehr gerne andere Let's Player an, und zwar eher die Unbekannten. So welche, die erst 50 Abos, 100 Abos, sowas haben. Und da fällt mir in letzter Zeit auf, dass die ganz schön oft einen Gastkommentator dabei haben, obwohl das ihre eigenen Projekte sind, ihre Einzelprojekte und kein Let's Play Together, kein Let's Battle, kein Let's Race oder sonst irgendein Kack. Man macht das nicht. Wenn ihr das hört und ihr habt dauernd Gastkommentatoren dabei, das ist so beschissen, das ist euer Let's Play, macht es alleine. Nur mal so, am Rande. So, und was sagst du dazu, Homie? Ja, bin ich voll deiner Meinung, Just Cheap, aber jetzt, glaube ich, sollten wir die Zwischensequenz machen, weil du wirst gerade gejagt. Ja, das denke ich auch, Mann, starten wir mal. See, baby, I got everything. Make sheets, make coats, make curtains in the winter. When I walk down the stairs, I'm walking down on mint carpet. Now, who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me, to work for a guy like Jizzy B? Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Yeah, sheet, my man. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. See, I only got two eyes, and in these streets you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes everywhere. It's clear, man. I've been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you to go find out. No problem. You're my player partner now, Jizzy. Ah ja, die Mission kenne ich noch, die habe ich früher ganz oft verkackt. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player.
Treat that baby like the Pope-Mobile. Ja, Mann. Die Mission, die wird in zwei Parts geschnitten. Das sehe ich jetzt schon kommen, Mann. Aber egal, ich bin ja nicht so, ne? Jetzt fahren wir erstmal dahin und setzen die Schlampe ab. Ja, meine Brust, die ist eigentlich... Oh, ja, ich sag schon nix, wenn die Schlampe redet, Mann. I'll do things your Rutka won't. I'm listening, honest. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh, real interesting. Whatever, puto. Hey, erst flirtet sie mit mir und dann sagt sie, whatever, du Hurensohn. Was ist mit der los, Mann? Ey. Egal, ich kann es ja nicht rausschmeißen oder überfahren oder abknallen, weil sonst ist ja wieder die Mission fehlgeschlagen. So. Oh mein Gott, das ist so eine Kackmission. 80% von der Mission ist fahren, fahren, fahren. Und die restlichen 20% sind ein fahren lassen. Mehr ist es nicht. Ja, Lady. Oh, komm, geh rein. Ja, überspringen wir jetzt die Telefonkacke hier. Jetzt habe ich auch noch ein Zeitlimit. Ist ja toll. Oh, die schwule Karre ist auch so langsam und fährt sich so behindert, Mann. Wie ein Go-Kart auf Eier. So ungefähr fährt sich die Scheiße, Mann. Schön über Rot fahren, über den Gehweg, Mann. Ich hab's voll drauf. So. Irgendwo da hinten muss ein anderer Zuhälter sein, der jetzt gleich mit mir Tetris spielen darf. Wenn er Lust hat, Mann. Und wenn er keine Lust hat, dann knall ich ihn einfach ab. Oh. Ich habe ihn bloß angefahren und der fällt schon um. Ja, überspringen, komm. Oh, jetzt wird eine Nutte zusammengeschlagen. Da muss ich natürlich auch eingreifen. Ey, ist ja heftig, Mann. Voll der Stress hier. Echt Fulltime-Job. Oh. Fahren wir hier mal durch. Und ich glaube, wir müssen hier runter. Ja. Ja. Ich kenne das noch. Von früher, da wo ich selber so ein Pimp war. Ist ja, Mann. War total tight. So, einer wäre tot. Und den anderen, ich glaube, dem knall ich hier jetzt so eine Ladung Schrot in die Fresse. So. Ja, die fette Neger-Tussi kloppt noch drauf. Oh, Neger, ich bin kein Rassist, ne? Also, tut mir leid. Ja, ey, jetzt kann ich die andere noch retten, weil irgend so ein Priester sie, was weiß ich, reinigen will und dazu muss er sie erstmal poppen. Ich weiß aber nicht, warum er die poppen will. Ich dachte, so katholische Priester haben eher sowas mit kleine Kinder. Nee, egal, ich rede über sowas nicht, das ist mir viel zu ernst. So. Oh, mein Gastkommentator sagt gar nichts mehr. Hallo, bist du noch da? Okay, der pennt schon, Mann, weil ich so langweilig bin. Tja, egal. Muss ich wohl alleine machen. So. Das ist jetzt der schwierige Teil an der Mission. Weil... Oh, ja. Fucking Ficky Fucky Fucky Priester hat irgendwie noch ein Auto mit Bodyguards drinnen dabei. Oder zwei sogar und... Ach, die nerven einfach bloß auf Dauer. Ein Bodyguard-Auto... Ein Bodyguard-Auto. Cool, ne? Ja, überspringen, komm. Erledige den Prediger und seine Bodyguards. Das machen wir gleich mal. Und zwar so. Zack, 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 Mann. So, okay, die nehmen hier die Kurve. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, gib doch Gas da vorne, Mann. Du musst deinen Kollegen beschützen, also verpiss dich, Mann. Ja, Mann, schön in die Fresse hier. Ich krieg euch alle, Mann. Sowieso, ich hab nämlich Cheats, Mann. Kommt her jetzt. Mach dich platt. Oh, die Karre fährt sich so behindert. Verdammte Kacke hier.
Ich verliere ihn. Scheiße. Gut, ich habe ihm aber eh schon viele reingeknallt, muss man sagen. Ja, ja, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Jawohl! Bams in die Fresse. Oh, jetzt muss ich noch die Bodyguards erledigen. Sonst ist die Mission nicht abgeschlossen. Oh, lass mein Auto in Ruhe, du Arschkind. So, jetzt muss ich nur noch die Karte versenken. Oder zerstören, oder whatever. Ja, Mission erfüllt, man. 2 Fahndungssterne wegen der Dreckskarre, aber egal, ich muss sie gar nicht zerstören. Scheiß drauf, man. Endlich mal wieder Geld für eine Mission bekommen. $3000. Geil, man. So, also dann, bis zum nächsten Video.